Er war eigentlich lang Sorgenkind der Schlagerbranche. Er hatte einen Millionen-Hit, einen Pleiteskandal und mehrere gescheiterte Ehen. Ich glaube, man darf sagen, vom Idioten zum Chaoten. Matthias ist für mich ein Produzent, und zwar ein hervorragender Produzent. Es kann nicht schlimmer werden. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Es kann also nur besser werden. Und diese Besessenheit, also Musik ist bei mir eine Besessenheit.